Action! Buenos dias, amigos! Hier zur dritten Staffel und zur dritten Folge von Werkzeugs-TV. Es wird wieder ganz glatt. Also der Härtetest, der schiesst euch ganz sicher weg. Ihr wisst, wir haben auch wie immer einen Profi-Tipp und natürlich am Schluss einen Wettbewerb für euch. Normalerweise fangen wir unsere Sendung mit den News an. Heute haben wir die gestrichen, dafür haben wir einen Extended Quality Check. Letztes Mal waren wir für Pferd Vitex in der Werkstatt. Jetzt befinden wir uns im nigelnagelneuen Trainingscenter von Pferd Vitex. Safety Pferd anstatt Safety First. Regel. Hallo Kevin. Hallo, grosses Pferd, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Bald geht's mir besser, wenn ich so schöne Weste wieder mache. Das gebe ich dir selbstverständlich gern. Das ist ja bei uns das oberste Thema, Safety First. Eben, scheint's mir seit. Pferd Vitex hat hier in Brütisölle das Schleifcenter ganz frisch eröffnet. Ja. Um vor allem Kunden aus Industrie und Gewerbe Schleifaufgaben nachzustellen und die in Zusammenarbeit mit unseren Anwendungstechnikern zu lösen. Was zeigst du mir heute? Wir werden zwei Fiberscheiben, eine klassische Aluminiumoxidfiberscheibe, gegenüber einer keramischen Hightech-Fiberscheibe gegenüberstellen. Was gibt es da? Was sind die Vorteile jetzt gegenüber der alten herkömmlichen? Wir haben durch das aggressive Schleifverhalten, das wir über die ganze Zeit haben, einen sehr hohen Materialabtrag. Das heisst, wir schleifen sehr kühl. Ja. Dazu herkommt, dass das Schleifen, das kühl ist, auch weniger Verfärbung gibt auf dem Werkstück. Das ist ganz ein grosser Vorteil. Ja. Und nachher die Standzeit. Zeigst du mal etwas? Da machen wir. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe hier ein Stückchen rostfreien Stahl. Den haben wir jetzt schon gewogen vorab. Wir werden ja nachher schlussendlich ausweisen, wie viel das wir abgetragen haben in einer bestimmten Zeit. Super. Wir spannen das Werkstück mal ein und fangen dann an, 5 Minuten schleifen mit unserer Aluminiumoxidscheibe. Der grosse Unterschied zwischen diesen beiden Kornarten ist, wir haben mehr als ein Korn darauf, selbstverständlich, aber jedes Korn hat nur einen Kornspitz. Wenn der Kornspitz verbraucht ist, wird er stumpf und dort Reibungswärme erzeugen. Das keramische Korn ist wie ein Schneeball, dort sich verflocken und dort ein einzelnes Spitzchen wieder nachbilden, das scharfe Kanten hat. Und demzufolge wieder einen Abtrag generieren, dass dort die Aggressivität bildet. Pferd an Zeck. Wenn du parat bist, sagst du mir das Kommando. 3, 2, 1. Los! Siehst du die Differenz, Kevin? Wow, 62 Gramm. Heilandsack. Ich war schon beeindruckt, aber jetzt zweimal der Richtige. Ich wäre auch wieder parat, um die nächsten 5 Minuten zu schleifen. 3, 2, 1, go! Ja, jetzt wollen wir schauen, was sagt die Waage? 145, was heisst das? Gesamt? Gesamtabtrag in der gleichen Zeit. Wow, hobla. Nebst dem Gewicht haben wir natürlich auch die Späne zusammengenommen. Das ist das, was ich abgetragen habe mit der Keramikscheibe. Du hast Aluminiumoxid in der Hand. Ja, der Fall ist klar. Shot gegen Long Drink. Herzliche Gratulation. Ganz ein klarer Fall für den Goldigen Baumeister. Hallo zusammen. Du bist also der Philipp Leimbach. Genau, der bin ich. Das Bier spielen. Ist noch bereit? Er ist eben auch Schwinger, gell? Ja, zwischendurch, ja. Wenn ich Zeit habe. Profi im Schwingen und im Schrauben, ja. Schrauben. Genau. Ein Profi, Swinger. Der kommt jetzt gut. Ja. Lassen wir den eigentlich nicht gehen. Also, ich zeige euch die Bohrmaschine von der Metabo. B75er X3. Klicksystem. Die Maschine ist relativ klein und handlich. Die Maschine hat 75 Newtonmeter. Man hat aber die Möglichkeit, einen Vorsatz drauf zu tun. Der X3, der hat 210 Newtonmeter. Das ist eine Übersetzung eigentlich. Und somit viel mehr Kraft. Das kleine Maschine hat so wahnsinnig Kraft. Genau.
Und das sind so riesige Schrauben eigentlich kein Problem. Ja, das ist ja gerade ein Ansage. Und wie funktioniert das mit dieser Übersetzung? Der Vorsatz. Mhm. Da kommen wir echt drauf hier davon. Bis er reinklickt. Mhm. OC. Voilà. Dann kommt der Griff dazu. Tock, bumm. OC. Voilà, fertig. Und so eine Welt und jetzt kommt es einen brutalen Drehmoment. Ja. Ja. Nein, weißt du, es ist natürlich, es kommt schon eine riesige Kraft drauf. Ja. Probieren wir mal. He? Mal zum Vergleich. Ja. Gehen wir vielleicht eins schon gesehen, hast du noch einen kurzen Hebel dabei? Ja. Die Cheese sind immer ein bisschen leiden mit dem kurzen. Ja, genau. Das ist jetzt eigentlich die Normalausführung, so wie der normal oder? Ich probiere jetzt das einmal. Vielleicht hebst du dort den Block ein bisschen, für den Fall, dass Salz am Grind rumfliegt. Sorry. Oh. Delieren, um zu zeigen. Magst du gar jetzt am Cheesy oder an der Maschine? Ja. Eben, all drei Komponenten. All drei Komponenten, ja. Also eindeutig klarer Fall, ohne die Übersetzung, ohne den Hebel. Er ist ein Profi. Und wir machen jetzt einen kleinen Rückblick zu unserem Härtetest. Der ist auch nicht schlecht. So, geht's los. Ja. Weißt du, was wir heute für einen Spiel nehmen? Magst du dich erinnern an den? Thermofix 226, okay. Blumenkleber. Gut. Ah! Das ist die Lärmfähig. Das schon. Ist es hey, erst drauf, dann habt ihr schon. Schnell, leicht in der Anwendung, speditiv zum Arbeiten. Feuchtigkeits- und Alterungsresistenz. Das haben wir aber noch nicht getestet. Wir müssen raus mit dem. Also, heute das mal machen wir etwas Richtiges. Was klebt man? Flüger klebt man heute? Du hättest gerne einen F18 bauen und zusammenkleben. Ich muss mit etwas, also bewegen, kleben, super. Das Auto kleben. Oh, Seifenkiste. Ja, aber man braucht irgendeinen Satz, einen Bausatz. Ja, wir haben noch einen rum. Wart. Jetzt schaut er noch was ab. Also, das Chassis und das können wir ja nicht kleben. Also, das heisst, wir bauen das Chassis mit den Rädern sauber zusammen und ab dann wird nur noch geklebt. Die ganze Karosserie kleben? Ja. Und das du klebst einen, ich klebe einen und der nachher... So. Das ist eine Ansage. Ich habe schon lange Visionen, Bürschli. Schon? Ja, geh jetzt du noch. Wolltest du mit dem Horzanstöcher etwas ausrichten? Hast du schon mal etwas vom Joe Seifert gehört? Nein, aber vom Roten Baron, da haben sie abgeschossen. Hast du gesehen? Ich werde hier noch bewaffnet, Fancy. Geil, Ziege! Also, auf mein Kommando. Was bin ich? Achtung! Fertig! Los! Auch oben!
Gas auf den Platz, der Daumen hoch! Klar, die daheim haben es gesehen von der Branche. Du bringst einfach kein Gewicht auf die Welt. Es hebt alles noch. Lassen wir laufen. Wir haben keinen Unfall gemacht, wir sind heil angekommen. Die Säuferkiste hebt. Klarer Fall, Härtetest mit Bravo. Heiliges Sache. Hast du dich gut geschlagen? Das Mal ist ein guter Verlierer. BS18 LTX X3 Quick. Von Metabo. Ihr seht, wir sind schon ein bisschen müde und darum verlosen wir jetzt noch das. Und dann ist die Sendung auch wieder gelaufen. Aber ihr müsst natürlich noch mir beantworten, wie schwer ist der Akkubohrschrauber? Sind das 1,5, 2 oder 2,5 Kilo? Könnt auf www.werkzeugs.tv beantworten. Die Frage mit ein bisschen Glück hört ihr schon bald euch. Und ihr könnt auch mit dem, wie im Profi-Tipp, die richtig grosse Schraube hineinschrauben. Und darum schraubt gut. Mag nicht gut. Und bleibt in der Branche.